Zwar, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem kleinen Video-Interview bzw. Vorgeschmack auf die Tagung ICM Beyond. Und zwar dieses Jahr findet die in Baden bei Wien statt. Und Sie werden dort mit einem Beitrag vertreten sein. Unten sieht man auch, wie der Titel des Beitrages lautet. Und da sind wir jetzt natürlich ganz gespannt, was haben Sie denn da vor? Aber bevor wir damit anfangen, haben wir so ein kleines Wordspiel oder so vorbereitet. Also Sie beenden einfach die Sätze und was Ihnen dazu einfällt. Und Sie stellen sich vor, eine Inverted Classroom Methode, also eine Lehrveranstaltung, die Sie machen in dem Setting. Und jetzt hole ich mal meinen Spickzettel und sage so, ein besonders spannendes Vorbereitungsmaterial, das ich für meine Lehrveranstaltung einsetze, ist Ein interaktives Video, das zum Beispiel mit H5P-Elementen angereichert wurde. Aha, sehr spannend. Da sind jetzt schon einige Fremdwörter gefallen. Ich denke, das kann man dann Frau Schallert in Niederösterreich dann auf der Tagung beispielsweise fragen. Komme ich zum nächsten? Ich hole meinen Zettel sozusagen. Also, eine innovative Form von Vorbereitungsaufgabe, die mit dieser verbunden war, oder auch ein anderes Element vom Vorbereitungsmaterial. Was war das? Zum Beispiel das aktive Plenum setze ich dann gerne ein. In der Präsenzphase kann man auch googeln und findet man sehr viel. Okay, also da ist nicht der Blick auf die Online-Phase, sondern auf die Präsenzphase, was da sozusagen insbesondere beim Flipped Classroom, Inverted Classroom wichtig ist. Und last but not least noch ein kleines sozusagen zum Hinzufügen Ihrerseits. Und zwar also in Bezug auf eine Lehrveranstaltung eine coole Methode, die ich in der Präsenzzeit einsetze. Noch was Wie eben schon weiteres? erwähnt, zum Beispiel das aktive Plenum. Genau, das kann ich sehr empfehlen. Okay, also das ist eine Methode und die hat bestimmt zahlreiche Facetten, was man im Rahmen so eines aktiven Plenums alles machen kann. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt würde ich gerne Ihnen sozusagen das Wort übergeben. Nein, ich muss immer falsch rum das machen, in die Richtung. Und zwar, dass Sie ein bisschen erklären, was haben Sie vor bei der Tagung in Baden und auf was können wir gespannt sein? Also bei meinem Beitrag wird es darum gehen, wie auch entdeckendes Lernen in Flipped-Classroom-Szenarien umgesetzt werden kann. Und speziell schaue ich mir da an, wie auch seine Lernprozessgestaltung ausschauen kann. Und in dem Fall ist es jetzt hier, also passend zum Thema dieses Jahr auch, wird Augmented Reality in der Präsenzveranstaltung dabei eingesetzt. Und bei meinem Workshop wird es vorab im Blogpost, den Sie hier auch dann zum Video dazu zur Verfügung gestellt bekommen, schon ein paar Vorbereitungsaufgaben dazu geben. Und im Workshop selber geht es dann wirklich um die Lernprozessgestaltung an sich. Das heißt, ich habe ein Pattern entwickelt, das basierend auf dem 5E-Modell. Das ist ein sehr weit verbreitetes 5E-Modell oder Modell für entdeckendes Lernen, das speziell auch für naturwissenschaftlichen Unterricht eingesetzt werden kann. Das heißt, wir werden uns gemeinsam anschauen, wie Augmented Reality didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, aber wieso das überhaupt kombinieren, dann kann ich nur dazu sagen, gerade durch das Einsatz vom Flipped Classroom kann da sehr viel Zeit gewonnen werden für die Präsenzphase, dass man dann eben durch Augmented Reality verschiedene Sachen entdecken kann. Ja, das hört sich sehr spannend an. Einerseits Augmented Reality in der Online-Phase sozusagen, dann neue Formen, aber dann auch, was Sie schon mehrmals erwähnt haben, dieses aktive Plenum und natürlich gerade der Austausch, das Miteinander mit den Schülern oder Studenten, in welchem Bildungssetting man auch immer ist, wird sozusagen durch die Methode und dann dadurch sozusagen nochmal besonders gestärkt. Das ist so richtig. Und Sie haben es auch schon angesprochen. Wir werden in einem Blogpost auf unserer Website von ICM Beyond noch eine Vorbereitungsaufgabe sozusagen zur Verfügung stellen. Es Genau. ist bei unserer Tagung so, dass man nicht nur dahin kommt und dann sozusagen spannende Beiträge hört oder von anderen inspiriert wird und miteinander ins Gespräch kommt, sondern wir machen auch schon ein bisschen flipped und
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise bei diesem Beitrag haben sozusagen die Möglichkeit oder sollten auf jeden Fall, ich glaube, so können wir es besser sagen, sich dieser Vorbereitungsaufgabe zuwenden, sodass sie dann auch wirklich in dem Workshop miteinander arbeiten können. Ist das richtig? Vollkommen richtig. Also ich habe ein paar interaktive Elemente durch Hafen 4 eben eingebaut und würde da die Teilnehmer bitten, dass sie sich vorab schon damit auseinandersetzen, damit dann wirklich in der Workshop-Zeit aktiv gearbeitet werden kann, ganz im Sinne von Flipped Classroom. Und ja, also die Vorbereitungsaufgaben, das sollte auch Spaß machen. Da sind ein paar ja, interessante Sachen dabei. Mehr sage ich jetzt nicht. Es soll ja auch ein Gut. bisschen Interesse geweckt werden. Aber man sollte auf jeden Fall vorbereitet kommen. Super. Also da müssen wir uns als Teilnehmer auch in Anführungsstrichen selbst an die Nase fassen und in Genau. Anführungsstrichen auch Flipped Classroom als erfahrungsorientiertes Lernen nutzen, führt insbesondere die Personen, die es noch nicht gemacht haben. Also man macht zu Hause oder wo auch immer schon die Vorbereitungsaufgabe. Und dann, wenn wir auf der Tagung sind, können wir im Prinzip schon mal einen Step weitergehen als sonst auf Tagungen, wo wir immer versuchen, durch einen kurzen Impuls so eine gewisse Homogenität herzustellen oder kommen gar nicht so in Diskurs. Und vielleicht gelingt es uns ja dann auf unserer Tagung und auch Sie im Speziellen mit Ihrem Beitrag da direkt sozusagen ins Volle zu gehen und daraus auch zu schöpfen. Wunderbar. Also jetzt verbleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass alle, die diesen kleinen sozusagen Beitrag sich angeschaut haben, sich anmelden sollten auf der Website zur Tagung ICM Beyond. Und zwar, die findet statt im Februar nächsten Jahres, am 11. und 12. Februar. Und es wäre gut, auf jeden Fall jetzt schon mal sozusagen die Teilnehmerkarte zu ziehen und dann sich sozusagen auch, wenn man hier das Interesse gewonnen hat, schon die Vorbereitungsaufgabe sich dem zu widmen. Dann, Frau Schallert, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen sozusagen knackigen und doch sozusagen schon sehr neugierig machenden Beitrag und bin gespannt dann in Baden auf der Tagung, was uns dort alles erwartet. Merci vielmals. Danke auch fürs Interview.